Eigern Open Air heute. Große Bühne. Ne. Scheiß Wetter. Gute Aussicht. Das ist die Bühne. Jetzt sagt ihr mir mal, ob die Bühne nicht krumm ist. Ist die Bühne krumm oder ist der Boden krumm? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall eine riesengroße Bühne. Gehen wir jetzt mal hin. Groß. Wie sieht die krumm aus? Krasses Ding. Das ist mal eine Bühne. 1000 Meter hoch. Oh Gott, ich sehe schon Matsch. Hier mit Lastenaufzug. Jo, alles klar. Sonnenstühle bei nicht vorhandener Sonne. Moin. Ha? Oh, kommt da Wasser rein? Yo, Rockstar-Style. Ja, noch regnet's. Bin gespannt. Ja, okay. So, grüne Stehtische. Sehr einladend. Guck mal hier. Fette Bühne. Regnet. Bin mal gespannt, wenn das Wetter hält, wird es ja vielleicht noch ganz schön. Aber sieht eher nach Regenschirmen aus heute. Aber es ist nicht kalt, ist ja schon mal gut. Festival Event Food. So, gleich geht's zum Soundcheck. Das ist übrigens das Equipment, das ich bei Gregor Meile benutze, falls das jemanden interessiert. Das ist die DI-Box für die Mandoline. Banjo geht direkt in die DI-Box. Das sind die Effekte. Unter dem Board ist ein Eventide H9. Das sieht man hier nicht so gut. Das ist hier unten drunter. Kann ich dir mal zeigen. Achtung. Das sind die Sachen, die unter dem Board sind und eigentlich immer von oben bedient werden können. Tap Delay, war kein Platz mehr auf dem Board. Zumindest nicht so, dass ich dran gekommen bin. Ja, nichts Großartiges, aber klingt schön. Ist ein Fender-Klon, der geht hier in die in den Torpedo, in den Captor X. Ja, das war's. Tele Banjo, Mandoline. That's it. Regenschirm fehlt noch. Setlisten check. Es geht zum Soundcheck. So, kurze Chill-Out-Phase im Hotel. Aber das Wetter ist nicht so gut. Da hinten regnet es auf jeden Fall. Mit dem Wetter hier. Wird doch noch was werden.
was los. Und die Sonne scheint. Hey, Showtime. Sieht gut aus da draußen. Kein Regen mehr. Was ist los? Der einsame Phrase hat man. Der Kohane, der Kohane.